nun wieder die Gruppen bei diesen Weltmeisterschaften. Und wir sind wirklich da, wenn es in die zweite Runde geht und in die entscheidende Phase dieses Gruppenmehrkampfes, liebe Zuschauer, hier in Budapest. Finnland steht auf dem Bodenteppich. Und der Spannungsbogen wird sich hinziehen bis zur Gruppe Bulgarien, die dann entscheiden wird und muss, ob es an der Reihenfolge Spanien, Weißrussland, Japan momentan bleibt. Und zwischendrin noch die Russinnen, die auch ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitsprechen wollen und werden. Und interessante Akzente setzen dann noch zwischendrin die Chinesen, die Französinnen beispielsweise. Und neugierig blicken wir mal hinein in die Übung der Finninnen. Jetzt hier den 5 jungen Damen aus Helsinki vom Elanon ISKU Club, die zuletzt mit einer Gruppe in Paris 94 aufgetreten waren. Und auch hier schwierige Bedingungen zu Hause. Sie lernen in verschiedenen Schulen Helsinkis und kommen einmal am Tag zusammen. Manchmal bei Wettkampfvorbereitungen vor Weltmeisterschaften zweimal. Und das kommt dabei raus. Sind dann solche Fehler nicht verzeihlich, wenn man weiß, dass vor allen Dingen Idealismus die Triebfeder für die Freizeitgestaltung ist und man ziemlich weit entfernt ist von Bedingungen, Top-Bedingungen des Spitzenleistungssports und dann trotzdem weltmeisterschaftliche Atmosphäre und hochschlagende junge Herzen und davon werden sie ein Leben lang berichten. Ich war bei einer Weltmeisterschaft dabei und trotzdem sind immer diese jungen Mädchen, selbst die Mädchen aus den Top-Teams dieser Welt, die Namenlosen. Eigentlich schade. Ausdruck sollte das Wichtigste sein, wenn man rhythmische Sportgymnastik beurteilt. Haben Sie das noch im Ohr, liebe Zuschauer, das, was vorhin die Königin, zumindest was Mehrkampf angeht, sagte, die Maria Petrova? Sehen wir es in der Kompositionsnote und in der Ausführung, dort, wo die Fehler eingehen, 8,6 und der 8. Platz. Das wird es am Ende nicht werden, nicht sein und trotzdem Anerkennung. Und ich glaube, Sie können sich selbst beurteilen.